Also Thatch hat's erwischt. Verflucht. Es waren zu viele. Ich kam nicht hin. Zum Teufel auch, er war stark, doch sein Herz war zweigeteilt. Ist schwer, das gewohnte Leben loszulassen. Ei. Ein dämlicher Alter prahlte immer damit, dass er sich sein eigenes Schiff kaufen würde. Ich hole mir einen Kaperbrief, Charlie. Dein Vater wird noch Kapitän. Er trank ihm Whisky, bevor er in See stach. Also, Kenway. Ich habe über deinen Plan nachgedacht. Dieses Observatorium, von dem du faselst, weißt du, wo es ist? Wir suchen ein Sklavenschiff namens Princess. An Bord ist ein gewisser Roberts. Der kann uns hinführen. Sklavenhändler arbeiten für die Royal African Company. Bringen wir eins ihrer Schiffe auf und stellen ein paar Fragen. Segel setzen! Bewegung! Wie ist der Kurs, Captain? Wir suchen Sklavenschiffe. Solche im Dienst der Royal African Company. Du willst doch jetzt wohl nicht mit Menschen handeln, oder? Nein, guter Gott. Du solltest mich besser kennen. Wir suchen nur nach Informationen. Wir müssen wissen, wo die Princess vor Anker geht. Die Princess? Ein Sklavenschiff? Ei. Blackbeard sagte, die Chancen stünden gut, dass der Weise an Bord ist. Kriegsschiffe in sich, Captain! Wir haben sie abgeschossen, Sir! Schoner. Spanier! Scheint allein zu sein, Sir!
Captain. Ah, ein Überlebender. Holtet gern. Da fließt ihr! Buckelwal! Wir gehen unter! Wir sind außer Gefahr, Sir. Captain, Fleisch für die Suppe. Nur eine Harpune entfernt. Captain, Lane hat gerade ein Handelsschiff versenkt. Verdammt! Kann dieses Tier sich denn nicht an Abmachungen halten? Senkt das Sklavenschiff. Kenway, es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß, ich weiß. Schiff flieht! Dieser Narr! Ich bringe uns ran! Alle Mann auf Feuer! Bleibt standhaft, Jungs! Feuer! Feuer! Verdammter Captain Vane! Er schießt wirklich mit allem, was er hat! Versenkt es, wenn er nicht aufpasst. Wir gehen näher ran. Gebt den Befehl, Sir! Feuer! Feuer! Da baut sich ein Winkel zusammen. Feuer! Treibt nur noch. Kommt an Bord, Jungs! So schnell ihr könnt! Alles klar, abdrehen! Finde diese Bastarde, Kenway. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig, Freund. Denk daran, was wir vorhaben. Richtig abgepasst, können wir das Fort zu unserem Vorteil nutzen. Auf große Distanz. Wir sind zum Feuern, Captain! Kanone bereit! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Zündloch verstopft! Feuer! Habe ich sie verwundbar, Captain? Sie geht gleich unter! Feuer! Segelrestaurant auf der Brücke! Reißt uns in Stücke! Feuer! Der Segelmänner! Alle Segel sind Feuer! Diesmal haben sie uns! Rahm und Marsegel! Vorsicht, Kenway! Wir wollen das Schiff kapern, nicht versenken! Aufschließen! Segel setzen! Steuerbord, Captain! Macht euch bereit!
Haltet euch fest! Achtung! Bereit machen zur Kollision! Lassen wir sie Eisen schmecken! Wir gehen rüber, such den Captain! Kommt nur her, ihr stinkenden Kopfläuse! Kanonen und Stahl sind lauter als Stock und Spuckereien. Ich habe einfach die Schnauze voll. Such jetzt den Captain. Haltet sie zurück! Captain sagt, die Princess läuft alle paar Monate Kingston ab. Also gut. Wir setzen Kurs. Meine Takelage hängt in Fetzen, ihr Hurensöhne. Ihr schuldet mir was. Verdammt, Wayne! Oh, Charles! Teuflischer Hund! Leg dich nicht mit mir an, Charles. Aber ich möchte mich mit dir anlegen. Die Jungs und ich hielten einen Kriegsrat ab. Während ihr eure Zeit vergeudet, sagten sie, ich wäre ein besserer Captain als ihr hellen Hunde. Ich schneid dir ein paar neue Löcher, Verräter! Ihr verkauft mich für einen Zehner in Kingston. Doch bei euch zwei Saufnasen darf ich kein Risiko eingehen. Das wirst du bereuen, Rackham. Ich bereue eh schon zu viel. Meldet sie fest! Werf sie raus! Ich krieg dich, Jack Rackham! Ich schneid dich auf, reiß dir das Gedärm raus und bespann meine Laute damit! Lass das verdammte Geheule, Wayne! Das hilft uns gar nicht! Sieh an, der berüchtigte Edward Kenway spricht, ja? Verrate uns, Captain, was tut in dieser misslichen Lage? Was schlägt unser Meisterhirn vor, wie wir ein Schiff ohne Segel und Ruder steuern? Halt dein Maul!